Im Herzen der Rocky Mountains liegt ein Hain von Bäumen, die in einem perfekten Kreis wachsen. Ein Hain, der abgesehen von dieser geometrischen Seltsamkeit von außen vollkommen harmlos erscheint. Sollte man jedoch einen Fuß in diesen Hain setzen, so ist das Innere so dunkel wie eine mondlose Nacht in diesen Bergwäldern. Selbst wenn sie an einem der hellsten Sommertage hineintreten. Diejenigen, die irrtümlich in den Hain hineingegangen sind, sind selten in der Lage zu sagen, was im Inneren geschieht. Viele kommen einfach nie wieder heraus. Wenn sie jedoch sehr mutig oder sehr töricht sind, können sie versuchen, im Hain zu zelten. Gehen sie mit fest geschlossenen Augen hinein, legen sie sich in ihren Schlafsack. Und egal, was sie hören. Egal, was sie fühlen, öffnen sie ihre Augen nicht. Wenn es ihnen irgendwie gelingen sollte, den Weg zum Schlaf zu finden, bevor der Hain ihren Verstand oder ihr Leben raubt, werden sie mitten am Tag von dem Licht der Sonne auf ihrem Gesicht inmitten eines Hains erwachen. Ein Hain, der abgesehen davon, dass er in einem perfekten Kreis wächst, vollkommen harmlos ist. Sollte man jedoch einen Fuß außerhalb dieses Hains setzen, wird man feststellen, dass es draußen dunkel wie in einer mondlosen Nacht in diesen Bergwäldern ist.